Wo glaubt ihr, leben mehr Luchse? Da in dem Gehege drin oder im Nationalpark Hohe Tauern? Nationalpark Hohe Tauern. Hohe Tauern. Wie viel glaubst du, dass da in der leben? 10. 10? Ja, na, leider lebt da in der gar keiner, weil die Jäger mengt diesen. Wie viel glaubst du, gibt es in der Schweiz? In der ganzen Schweiz. In der ganzen Schweiz. 100. 100? Das ist eine super Schätzung. Ja. Die Luchse müssen wir eigentlich wieder ansiedeln, weil man hat sie ja auch ausgerottet. Und nur ein ganz wichtiger Aspekt ist Freiheit für den Luchs, Freiheit für den Wolf, Freiheit für den Bären, Freiheit auch für unsere Viecher, für unsere Nutztiere, für die Schweine, für die Rinder, für die Schafe, die, genau wie die Schafe da unten, einmal ein Leben, die Alm genießen können und nicht einfach eingepfercht sind in irgendeinem grausigen Stall da unten. Wieder zurückkommen. Ja, jederzeit willkommen. Also, Luca, wir kommen. Hast du schon mal einen Luchs gesehen? Ja. Ja? Wo? Das ist jetzt gleich. Ich denke, so weit oder so präpotent darf die Menschheit nicht sein, dass die Wildtiere keinen Platz mehr nehmen, Menschen haben. Ich denke, und für das sind natürlich auch Schutzgebiete wie der Nationalpark Hohe Tauern ganz wichtig.